Hallo und herzlich willkommen bei Mare und Ralle testen. Mein Name ist Mare. Mein Name ist Ralle. Und wir testen heute das Synos T2 von Mobistel. Wir haben es ja letzte Woche vorgestellt und heute wird es ausgiebig getestet. Der Ralle hat jetzt eine Woche gehabt. Wie sind deine ersten Eindrücke? Also ich finde es nicht schlecht. Ich habe auch den Rat befolgt von dem Verkäufer, zwei SIM-Karten reinzutun. Wollte ich mal schauen, was besser ist. Kann man sagen, welche Marken ich habe? Natürlich, ist ja egal. Gibt ja nur vier große. Ja, also ich habe einmal O2 und ich habe T-Mobile. Und ich muss sagen, O2 schwächelt mehr wie T-Mobile. Wir machen jetzt keine Werbung für T-Mobile. Nein, ist ja egal. Nein, aber da kann man sehen oder vergleichen, netzabhängig das ist. Welches Netz besser ist. Ja, also klar, Telekom hat immer noch irgendwie Monopol. Vodafone holt gut auf, O2 schwächelt nach, weil sie jetzt an die Spanier verkauft wurden. Und E-Plus ist halt immer... E-Plus ist immer E-Plus. E-Plus. Also, E-Plus halt. Jeder kennt die Krankheiten von E-Plus. Das sind die vier Großen, also kann man schon ruhig nennen. So, auf jeden Fall, meine ersten Eindrücke, ich finde das Handy nicht schlecht, aber ich muss sagen, es gibt, sagen wir mal, Nachteil würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde, es ist ein bisschen leise, finde ich. Leise vom Musikhören jetzt. Von, ja, oder von den Klingeltönen ist jetzt nicht so, kann man jetzt, denke ich mal, nicht so vergleichen wie von einem Samsung. Ja. Aber ich habe jetzt auch volle Lautstärke eingestellt. Jetzt höre ich es besser. War gut, oder? Ja, war gut. Nein, auf jeden Fall. Man muss schon laut machen. Ja. Sonst. Ist bei fast jedem Handy so. Wenn du lautlos hast, dann kommt da keine Musik. Nein, es war nicht lautlos, es war ein bisschen mehr wie Mitte. Okay. Und dann hast du mich angerufen und ich habe dich nicht gehört. Ja, er war in der Arbeit, da wo es auch ziemlich laut ist. Deswegen, jetzt habe ich es auf laut gestellt, jetzt habe ich keine Probleme mehr. Okay. Also, wenn man laute Arbeit hat und das Handy dabei hat, ganz laut stellen. Und auf Vibration. Und auf Vibration und am besten noch Headset rein, dann hört man es direkt im Ohr, wenn es bimmelt. Genau. Ja. Akku hält auch ziemlich lang. Hält lang? Also für ein Smartphone. Hast du Internet angehabt? Internet habe ich angehabt, nonstop. Und es hält zwei Tage. Zwei Tage? Für ein Smartphone eigentlich, denke ich mal, nicht schlecht. Ja, ist ja gut. Also ich muss mein SGS 2 jeden Tag laden. Und wenn ich unterwegs bin, wenn ich daheim bin im WLAN-Netz, dann natürlich nicht. Aber unterwegs, ganze Zeit Internet, saugt schon so ziemlich am Akku, ja. So, und ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Handy. Es liegt echt, also es ist zwar groß, aber es liegt echt gut in der Hand für die Größe. Das war auch eine Frage von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber von einem User von uns, von einem Zuschauer von uns. User. User. Ja, wir haben eigene User. User. Nein, wir haben Zuschauer. Ja. Ob das gut in der Hand lenkt. Und ich finde, es ist nicht schlecht. Zwar ein bisschen groß, aber es ist alles übersichtlich. Ich sag, ein prima Handy. Ein prima Handy, okay. Ihr wollt es noch wissen, ob der Prozessor was aushält, deswegen, was haben wir für eine App installiert? Was war das? Ich schau gerade mal. Ja, wie heißt das Spiel? Moment. Hier, zack. Dead Trigger. Dead Trigger, ein grafikreiches Spiel, Zombies abballern, so wie Black Ops 2 Zombie Mode. Ja, schaut auf unser... Schaust es einfach an. Ja, okay. Ja, ich habe schon mal vorinstalliert. Und ja, wir zeigen das jetzt gleich und dann, ja. Dann sitzen wir hier weiter. Genau, aber erst zeigen wir die Bilder, was wir gemacht haben. Die werden eingeblendet. Ja, hier. Also im Vollbild. Im Vollbild. Und zwar, einmal von Synos T2 und daneben. Ja, einmal von meinem Galaxy S2 und einmal mit 8 Megapixel Kamera und einmal von seinem Synos T2 mit 12 Megapixel Kamera. Zum Vergleich, weil Billigmarke gegen Marke, da kann man schon mal ein paar Pixel Unterschied lassen. Das heißt ja nicht 12 Megapixel. Es kann auch sein, dass 1 Megapixel besser ist als 8 Megapixel, wenn der Chip besser ist, also da ist ein Chip eingebaut, der das Bild einfängt und wenn der besser ist, wie der von 8 Megapixel Kamera, macht das 1 Megapixel Kamera bessere Bilder wie ein 8 Megapixel Kamera. Ja, nur mal so am Rande. So, ja, dann zeigen wir jetzt. Atemzug. Du könntest auktionär werden. Auktionär. Ja. Lass mal, nächstes Thema. Auf jeden Fall. Ja, die Bilder kommen jetzt. So, und gleich hinterher jetzt noch schnell das Video.
So, wer jetzt sagt, der Vergleich zwischen einer 12 Megapixel beim T2 und einer 8 Megapixel Kamera beim Galaxy S2, der, naja, täuscht, weil es kann, wie vorhin schon gesagt, eine 1 Megapixel Kamera kann auch besser sein wie eine 5 Megapixel, kommt auf den Chip darauf an. Deswegen wollte ich mal schauen, weil Samsung ja eigentlich Qualitätsmarke und Mobistel noch nicht so bekannt, deswegen benutzen die wahrscheinlich billigere Teile wie jetzt als Samsung. Deswegen wollte man so einen Vergleich machen. Aber man sieht, das Mobistel macht eigentlich gar nicht so schlechte Bilder. Und auch Videos gehen eigentlich. Videos schauen auch ganz gut aus, ja. Wer noch den Vergleich von unserer Canon-Kamera sehen möchte, wir haben das letzte Black Ops 2 Time auch mit 12 Megapixel aufgenommen. Folge 5 ist das, glaube ich. Folge 5 ist das, ja. Oh. Kann man auch dann mal gucken. Oben rechts, das bin ich im das, Bild. Das Live-Bild von ihm ist in 12 Megapixel aufgenommen. Der Link findet ihr in der Ecke. Immer in meiner. Bei dir ist frei. Achso, okay. So, kommen wir mal zu einem Fazit zu dem Handy. Ne, wir sind noch gar nicht fertig, so, weil jetzt kommt ja noch der Prozessortest. Ah, stimmt. Genau. Wir haben nämlich das Dead Trigger gespielt, ein sehr grafiklastiges Spiel, sag ich mal. Also es kommt schon auch an PlayStation 2 Grafik ran. Entschuldigung. Ja, und ja. Lassen Sie ablaufen. Ja, auf jeden Fall. Klar, schaut es euch an und dann beurteilt selbst. Genau. So, das Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das erste Level nach dem Tutorial von Dead Trigger. Wie man sieht, es läuft huckelfrei. Also ich meine, bei so einem Game, da braucht man schon ein bisschen Rechenleistung. Es huckelt nicht, sagen wir mal so. Grafik ist top. Auf dem großen Bildschirm macht es sogar noch mehr Spaß zum Zocken als auf dem kleinen, ist klar. Unsere Kameraassistentin macht so. Ja, die ist halt ein bisschen, die spinnt ein bisschen. Ja. So, kommen wir zum Fazit von diesem tollen Gerät, würde ich sagen. Soll ich anfangen? Mach du das Fazit, das ist dein Handy, du kennst dich damit besser aus. Gut, wir haben uns überlegt, wir machen Schulnoten. Schulnoten? Oder wir vergeben Schulnoten. Okay. So, fangen wir an mit Kamera. Kamera. Mach Kamera, du. Sagen wir mal, für dieses Handy 2. Ne 2? Ne 2. Hört sich gut an. Sag ich auch, gebe ich auch. Okay. Dann der Display, überhaupt der Display, die Anzeigegröße, alles super. Eins. Also ich finde, die Größe finde ich top. Auflösung passt. Auflösung passt. Bist du zufrieden? Ja, man. Ja. Ich glaube, das hat 800x600, das merkt man aber nicht bei der Größe. So, was gibt's noch? Prozessorleistung. Was gibst du da? Boah. Ich würde jetzt auch eine 2 geben. Eine 2. Kommt jetzt nicht an so ein neues, super tolles Handy ran, S3 und so weiter, ist klar, aber für den Preis eine 2 ist Top-Leistung. Das Spiel, der Trigger, Grafikleistung, läuft super, wie ihr gesehen habt. Einwandfrei. Ohne huckeln. So, und dann am Schluss sagen wir mal Preis-Leistungs-Verhältnis. Preis-Leistung. Boah. Also unter aller Sau, nein, top. Also ich, da gebe ich die Schulnote 1, aber dazu mit dem Stern. 2 Sterne. 2 Sterne? 3. Nein, 2. Das ist also die Preis-Leistung für 200 Euro, so ein Handy in der Größe, mit der Qualität, findest du nirgendwo mehr. Ja.
Auch wenn es jetzt eine noch unbekannte Marke ist. Aber ihr werdet sehen, nicht mehr lang. Dann denke ich mal, dass sie... Ich denke jetzt, dass sie vorne mitmischen, denke ich mal. Die mischen, aber doch, die mischen mit vorne. Ich denke mal, übers gute Mittelfeld so mit. Wer war denn der vor? Nein, wer war das? Oh, ich weiß nicht. Welche Firma war das vorher? Schreibt's in die Kommentare, ja, wenn ihr wisst, wie vorher Mobistel hieß. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich bin zufrieden mit diesem Handy. Und ich sage, jetzt verabschieden wir uns. Ja. Die Gesamtnote ist dabei. Gesamtnote 1. Sag Durchschnittsnote 1. Ja, 1 bis 2. 1 bis 2 Durchschnittsnote für so ein Handy. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Ja, hoffen wir alle. Kauft es, wenn euch... Wenn es noch Fragen gibt, unten in die Kommentare. Ja, wenn euch das Video gefällt. Daumen auf, wenn es euch richtig gut gefällt. Abonnieren. Und dann verabschieden wir uns. Mein Name ist Mare. Mein Name ist Rade. Wir sagen Tschau.